So, und da willkommen zurück. So, wir müssen uns erstmal hier gegen diese Monster verteidigen. Die noch immer ordentlich Damage machen. Ja, ich habe hier erstmal zu diesem Hauptmann zurückgezogen. So, komm, wir kommen zurück einfach. Wieso schlägt der so langsam? So. Gut, sei es drum. Der ist hinüber. Wunderbar. Die zwar auch fast, aber sei es drum. So, ich musste mich zurückziehen, weil, ja, Leben und so waren nicht mehr so das Höchste, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, hier ist noch der andere Kandidat. Na gut, den brauchen wir eigentlich nicht so wirklich. Und, ja, noch die zwei Wachen und der andere, der da tot im Raum liegt. Das war's an Verstärkung. Das ist nicht so rosig, aber sei es drum. Wir rasten erstmal kurz. Und dann geht's weiter. Obwohl, vielleicht doch lieber mit der Einheit. Das erklärt einiges. Das erklärt wirklich einiges. Ich würde sagen, dann nehme ich doch lieber meinen Arena-Gewand hier, bevor ich hier ganz ohne Schutz da stehe, oder? Ja, würde ich auch schon sagen. So, ja, dann nehmen wir doch am besten wieder unser starren Langschwert. Gut, wunderbar. Und los geht's. Ah, ja. Aktivieren war ja leer fast. Ja, letztens hat die Ferbs wieder rausgeschmissen wegen zu wenig Speicher. Aber das Problem ist ja inzwischen bekannt. So, hier geht's ja offenbar irgendwie weiter. Was ist hier? Okay, Kettenstiefel. Eins, nee, brauchen wir nicht so wirklich. Gibt's da noch irgendwas? Anscheinend nicht. Hier vielleicht? Schlafquartier? Ah, nur Gegner, schön. Komm. Ja! Das ist doch gefährlich. So, brenne. Oh nee, ich brenne sogar, schön. So, was gibt's hier? Schere hinten was. Scheiß drauf. Hier noch. Oh, ist egal. So, ja, wo haben wir denn diesen verschollenen Herzog? Offenbar irgendwo diesen Gang hier entlang. Athletikvermesser, wieso Athletikvermesser? Ich gehe noch ganz normal. So, da ist schon der nächste Kandidat. Komm, schlag zu. So, das war's. Scampout, ja komm, scheiß drauf. Und hier noch ein bisschen Gold, okay, warum eigentlich nicht? Gold braucht man immer. So, falls ihr euch fragt, warum wir immer diese Abschnitte haben, folgendes. Die letzte Aufnahme hat allein schon circa 35 GB gehabt. Und da ist natürlich der Speicher schnell voll. Aber sei es drum, auf jeden Fall haben wir jetzt hier das Ende erreicht und auch den toten Herzog vor uns. So, ich habe die Leiche von Herzog Goldwein gefunden. Ich sollte seinen Siegelring zu Saflian Martius bringen. Okay. Siegelring Gold. Oh, okay. Kann verkaufen. Wunderbar. So, was ist hier? Silberkrug. Ist egal. Okay, Schemel, okay. Tja, das heißt wohl, dass mit Quatsch, ja, das Ganze erstmal beendet ist, wie scheint. Gibt's denn nichts, was wir irgendwie noch holen könnten als Belohnung oder so? Ich meine, immerhin haben wir hier gerade, keine Ahnung was, gefühlte 50 Scams erledigt. Also erst nochmal die Wache da begutachten, denn die hat ja auch noch was gehabt. Okay, nicht allzu viel. Schade. Allerdings, okay, haben wir schon gehabt, die Waffe. Okay, was hast du noch? Bisschen Gold, okay. Legionärs, Legionhelm. Ha, den könnte man mal probieren. Was schaut denn da mit unserer eigenen Sache gerade so aus? Eisenhelm 1. Nee, ganz ehrlich. Da lass ich den Eisenhelm drauf. Wenn ich ihn mal wieder reparieren könnte. So, jetzt dürfen wir die traurige Kunde überbringen, dass der Herzog tot ist, aber
es ließ sich nicht verhindern. Wo ist der Herzog? Warum ist er nicht bei euch? Der ist dort. Wie könnt ihr es wagen, ihn noch im Tode zu verspotten? Hättet ihr uns nicht geholfen, so weit zu kommen, würde ich euch auf der Stelle töten. Wo ist der Ring des Grafen? Habt ihr ihn? Ich dachte, er ist Herzog und kein Graf. Ja, hier ist er. Wenigstens ist das in Sicherheit. Ich danke euch. Ich werde ihn aufbewahren, bis es einen neuen Grafen gibt. Hier, nehmt dies. Ich habe keine Verwendung dafür. Ich bin des Kämpfens müde. Ihr könnt ihn vielleicht noch brauchen. Was? Quatsch. Brustharnisch. Okay, schön. Mal schauen, was uns das Teil so bringt. So, weg hier. Und, was hat er uns da gegeben? Rüstung 2. Ja, eigentlich nicht so, ne? Nicht so das Wahre. Gut, ich würde sagen, ihr seid zu viel belastet, allen Ernstes. Gut, dann muss ich sagen, es bringt dir eigentlich was. Ich würde sagen, was schmeißt denn da weg? Was schmeißen wir denn da weg? Ich würde sagen, dieses Stahlkurzschwert erstmal. Ja, das geht weg. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Noch irgendwas zu reden? Okay. Gut, ich würde sagen, wir verlassen hier mal schnell Quatsch. Oder ja, vielleicht doch, denn ich bräuchte ganz, ganz dringend einen Schmied. Aber wirklich super dringend. So, Karte, wunderbar. Ist hier nicht irgendwo Händler, Markenschiff, okay. Der Abstecher muss sein, denn ansonsten ist hier bald Schicht im Schacht. War sie schon, weil also in der Burg selber haben ja jeder Scam schon beinahe das Licht ausgepustet. Das würde ich gerne vermeiden. Ich grüße euch. Ja, ich dich auch. So, haben wir jetzt irgendwo hier einen Schmied? Nö, warum auch? Doch, wunderbar, das könnte der Schmied sein. So, komm her. Die beste Verteidigung, das bin ich, Maro Rufus. Leichte Rüstung, die allerbeste. Repariere. Was haben wir denn hier? Jo. Das bitte auch. Danke dafür. Die auch noch. Wenn die schon dabei sind, das auch noch. Ah, das ist eigentlich nicht so. Ja, und den Bogen, warum eigentlich auch nicht. So. Und dann würde ich bitte noch ein bisschen handeln. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr. Richtig, und zwar würde ich gerne noch die hier kaufen. Ja, 5 Stück. Ja, ich hätte es euch nicht so billig verkaufen. Beehrt uns bald wieder. Aber das war's. Ja, musste sein, denn ansonsten wäre es richtig scheiße gewesen. So, Brusthanisch 5, wunderbar. Eisenschienen, wunderbar. Und ja, wir können auch diesen Brustpanzer verkaufen. Genau. Ja? Handeln? Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich? Jo, können wir machen. Wunderbar. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Jo, schön. Lebt so, zurück nach Quatsch und dann Martin zur Priorei bringen. Quatsch. Yep, das war da. So, und dann dürfte das Problem mit Quatsch eigentlich erstmal behoben sein. So, nochmal zur Erinnerung. Hier war das Tor, rechts und links war frei. Also die hätten jederzeit hier reingehen können. Gut, dort drüben ist schon die Kapelle, je nachdem. Und dort müssten wir eigentlich auch schon wieder Martin finden. Mal schauen, ob wir ihn jetzt dann zurückbringen können. Wo ist er? Ah, hier, okay. Lasst uns zur Wainon-Priorei weitergehen, es sei denn, ihr benötigt etwas. Nö, nicht mehr. Also auf zur Wainon-Priorei. Los geht's. Zu Fuß jetzt, allen Ernstes. Ernsthaft jetzt? Hat
ehrlich, Rainer Priorei, wo war die? Mal schnell schauen. So, Karte, wunderbar. Ich werde doch nicht da den ganzen Weg zu Fuß laufen, niemals. So. Kurz mal schnell die Waffe wechseln. Und zwar die Streitaxt wieder, danke. Gut. Und dann sollten wir eigentlich... Hilfe, ihr müsst uns helfen. Sie bringen alle in der Venon-Priorei um. Hä, was ist los? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sind direkt hinter mir. Prior Marburel ist tot. Okay, wie geht's Joffrey? Ich war bei der Schafsweide, als sie angriffen. Ich hörte, wie der Prior mit jemandem sprach. Schaute dann um die Ecke, um zu sehen, mit wem. Sie sahen aus wie Reisende, ganz normal. Und plötzlich hatten sie Waffen in den Händen. Und sie metzelten den Prior nieder, bevor er sich auch nur rühren konnte. Sie merkten, dass ich sie beobachtete. Und dann rannte ich los. Okay. Ich weiß nicht. In der Kapelle beim Beten, glaube ich. Ihr müsst uns helfen. Ja, denke ich auch. Und los geht's. So, kommt bestimmt. Schön. Der nächste. Hey! Was ist denn da? Erwartet mich. So, wo ist... Ein Blut der Götter. Sie kamen aus dem Nichts. Habt ihr den Großmeister Joffrey gesehen? Den suche ich gerade. Schnell. Er braucht unsere Hilfe. Gut, Kapelle. Ich würde sagen, wir da, oder? Wäre auf jeden Fall logisch. Ihr kommt, gell? Ihr könnt ja was sagen, Meister. So, das war's. Gold, wunderbar. Gold, wunderbar. Und dann würde ich sagen, hier... Ihr seid zurück? Talos sei Dank. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Ich betete in der Kapelle, als ich Prior Marborell schreien hörte. Ich hatte gerade genug Zeit, um mich zu bewaffnen. Das Amulett der Könige. Ich fürchte, dass der Angriff dem Amulett galt. Ich habe es in einem geheimen Raum im Haus Venon aufbewahrt. Wir müssen nachsehen, ob es in Sicherheit ist. Das wäre keine schlechte Idee. Wir gehen zusammen, aber ich befürchte das Schlimmste. Das Amulett, ist es in Sicherheit? Ja, woher soll ich das wissen? Wir gehen zusammen, aber ich befürchte das Schlimmste. Gut, los geht's. Dein Gold bitte noch und dann geht's los. Wunderbar. Ich fürchte, der Feind ist wegen des Amuletts der Könige gekommen. Hi. So, ja, der hat's nicht überlebt, aber sein Gold nützt uns trotzdem noch. Sind da drin jetzt noch Gegner? Guten Abend. Nö. Gut, ja, wo hast du das Amulett hingetan, bitte? Aha, Skyrim-like, in so einer geheimen... Sie haben es an sich genommen. Das Amulett der Könige ist fort. Der Feind hat uns in jeder Hinsicht geschlagen. Nicht ganz. Also hat sich nicht alles gegen uns gewendet. Dank sei Talos. Wir haben Uriels Erbe gewonnen und das Amulett der Könige verloren. Martin kann hier nicht bleiben. Wir haben sie zurückgedrängt, aber sie werden wiederkommen, sobald sie erfahren, dass Martin überlebt hat. Und das werden sie. Wo ist Martin Sicherheit? Bei den Kräften, die sie gegen uns massieren... ist es nirgendwo wirklich sicher. Aber wir müssen wenigstens auf Zeit spielen. Der Wolkenherrscher-Tempel, glaube ich. Die verborgene Festung der Klingen in den Bergen nahe Brumar. Es kann auch mit nur wenigen Männern gegen eine ganze Armee verteidigt werden. Wir sollten sofort aufbrechen. Aha, gut, okay, ja... Okay, Wolkenherrscher-Tempel. Der Wolkenherrscher-Tempel wurde vor langer Zeit von den Gründern der Klingen erbaut, zu Zeiten von Rehman Cyrodiil. Er liegt hoch in den Bergen in der Nähe von Brumar und ist unsere uralte Festung, unser Heiligtum, unsere letzte Zuflucht. Martin wird dort sicher sein. Gut, dann lasst uns aufbrechen, Kumpel. Wir sollten uns besser auf den Weg machen.
Ich werde nicht eher ruhen, bis Martin im Wolkenherrscher-Tempel in Sicherheit ist. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Irgendwas zu looten? Offenbar nicht, schade. So, raus hier und dann würde ich sagen, auf zum Wolkenherrscher-Tempel. Aber ganz ehrlich, zu Fuß gehe ich da nicht hin. Omar, ja, hier oben, okay. Sorry, aber erst recht für ein Let's Play würde der Weg einfach viel zu lange dauern. Also wirklich nicht normal. So, und da sind wir. Als Soldat der Klingen ist mein Platz an Martins Seite. Ja, gut. Wir sollten uns besser auf den Weg machen. Wir sind schon da, Kumpel. Hä? Ja, tanz mal hier an, Kumpel. Geht's noch langsamer? Na, wunderbar. Großmeister, ist das... Ja, Cyrus. Dies ist der Sohn des Kaisers, Martin Septim. Guten Herr, willkommen im Wolkenherrschertempel. Wir hatten schon seit vielen Jahren nicht mehr die Ehre, einen Kaiser willkommen zu heißen. Ah, gut, danke. Es ist mir eine Ehre. Kommt, eure Klingen warten, euch zu grüßen. So, rein hier. Ja, hat einen leicht asiatischen Touch. Aber ich muss sagen, gefällt mir einigermaßen die Anlage hier. So, kommt Leute, kommt schneller, danke sehr. So, wo soll ich hin? Klingen, dunkle Zeiten sind angebrochen. Der Kaiser und seine Söhne wurden unter unseren Augen getötet. Das Kaiserreich versinkt im Chaos. Aber es gibt noch Hoffnung. Hier ist Martin Septim, der wahre Sohn des Uriel Septim. Eure Hoheit, die Klingen stehen euch zu Diensten. Ihr werdet hier in Sicherheit sein, bis ihr euren Thron besteigen könnt. Joffrey, ihr alle, ich weiß, was ihr von mir erwartet. Ich soll euer Kaiser sein. Ich werde mein Bestes tun, aber das hier ist alles neu für mich. Reden halten ist nicht meine Stärke. Aber ich möchte euch sagen, dass ich dankbar für euren Empfang hier bin. Ich hoffe, dass ich mich eines Tages eurer Treue würdig erweisen kann. Das ist alles. Hab Dank. Hab ich mich grad erschrocken, als die ihre Schwerter gezogen Guten haben. Abend, Herr. Keine besondere Rede, oder? Es scheint sie jedoch nicht gekümmert zu haben. Die Klingen salutieren vor mir und jubeln mir als Martin Septim zu. Ich will nicht undankbar klingen. Ich weiß, dass ich längst tot wäre, wenn ihr nicht gewesen wärt. Hab Dank. Aber jeder erwartet von mir, dass ich schlagartig weiß, was ich zu tun habe. Wie ich mich benehmen soll. Sie wollen einen Kaiser, der ihnen sagt, was zu tun ist. Und ich habe nicht die geringste Idee. Tja, Pechka, Kumpel. Selbstverständlich. Das Amulett der Könige. Dann können wir, es in den Tempel des Einen bringen und die Drachenfeuer entzünden. Und die Invasion aus Oblivion stoppen. Ja, das ist eine gute Idee. Und ihr werdet Kaiser sein. Der Kaiser. An diesen Gedanken muss ich mich erst noch gewöhnen. Auf jeden Fall müssen wir als allererstes das Amulett zurückholen. Vielleicht weiß Joffrey, wo wir anfangen sollten. Jo. Sagt euch. Ihr habt euch als treuer Diener des Kaiserreichs erwiesen und seid ebenso würdig wie die Klingen, Martin während dieser Krise beizustehen. Als Großmeister der Klingen wäre es mir eine Ehre, euch in unseren Orden aufzunehmen. Wollt ihr euch uns anschließen? Eigentlich... Ja, haben wir eine Wahl? Ich sag einfach mal ja. Es ist mir eine Ehre, euch als Ritterbruder der Klingen in unseren Reihen willkommen zu heißen. So, okay. Akaviri-Katana hinzugefügt, okay. Interessant. Gut, ja... Das Amulett der Könige. Das stimmt. Wir müssen versuchen, das Amulett zurückzubekommen, bevor der Feind es außer Reichweite bringt. Ihr solltet zur Kaiserstadt zurückgehen. Baurus hat vielleicht etwas über die Meuchelmörder erfahren. Ihr findet Baurus in Luther Broads Pension im Elfengartenbezirk in der Kaiserstadt. Jo, richtig gut zu wissen. Ja, ein bisschen wieder zu schwer belastet, oder? Ja, war klar. Erst wieder irgendwas entfernen.
Sekunde ist gerade danach, hat 6 Nahkampf. Hey, geile Waffe, ganz ehrlich. Wow. Dann schmeiß ich das Langschwert mal schnell weg. Weg damit. Und weiter geht's. Ja, wir sollen zurück in die Kaiserstadt. Gut, zuerst ich erstmal hier reingehen. Und dann mich erstmal irgendwie zur Ruhe legen. Je nachdem, wo wir hier noch irgendwas haben, was irgendwie nach Bett ausschaut. Seid willkommen, yep, Herr. Da haben wir was. Es wunderbar. Ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Okay, pennen können wir zwar nicht, aber ist wurscht. So, ich wollte eigentlich nur mal zeigen, wie der Tempel so von innen ausschaut. Es gäbe da etwas zu besprechen. Wie der Tempel so von innen ausschaut, aber offenbar gibt es hier keine Gelegenheit zum Nächtigen. Demzufolge werden wir wieder zurück in die Kaiserstadt reisen. So, und zwar hier in den Marktbezirk. So, haben wir hier auch irgendwo... Ich habe euch gesucht. Eigentlich, ja, brauchen wir momentan keinen Schlafplatz. Hallo. Obwohl, wenn ich mal da sind, warum eigentlich nicht? Wir haben ja irgendwo so eine Art Level abbekommen. Mal schauen, ob ihr hier irgendwo auch mal ein Level aufsteigen könnt. Ja? Zimmer. Ich habe ein Bett frei für... Ja, danke. Sehr gut. Schönen Tag. Einmal schnell hoch und dann würde ich sagen... Legen wir uns kurz hin und dann beenden wir den Part für heute wieder. So. Tür zu. Jo. Und ja, wir können endlich aufsteigen. So. Stärke zum einen. Schnelligkeit zum anderen. Und Konstitution. So, und mit diesem letzten Aufstieg beende ich für heute den Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.